an der Burki erst Saison spielen, 1-1 gegen Wolle, trotzdem Punktgewinn, gefühlte Niederlage? Ja, ich glaube schon. Wir haben sicher mehr vorgenommen von der Art und Weise, wie wir auftreten wollten. Vom Zusammenspiel her hat vieles nicht gepasst, am Anfang. Wir haben Mühe gehabt, ein Spiel zu finden. Und ja, schlussendlich sind wir aber sicher viel näher am Sieg gewesen. Wir haben nach dem 1-0 noch eine Chance gehabt, sonst haben wir das Spiel sehr gut im Griff gehabt am Schluss. Und dann durch eine dumme Aktion bekommen wir dann das 1-1. Es hat nach deinem Goal sehr gut ausgesehen. Den Goal dürfen wir schon ansprechen, du triffst nicht Alltag. Wie hast du den Treffer erlebt? Ja, ich bin mitgelaufen, habe die zweite Halbzeit etwas offensiver spielen als noch die erste Halbzeit. Ich bin mitgelaufen, als Bruno den Ball hatte. Dann leitete er sie sehr schön rüber und ich war komplett alleine und habe es probiert. Und schön ist er wieder mal rein. Ja. Wie hat euch Livio Baroli vor dem heutigen Spiel auf den Match eingestellt? Ja, wie hat er uns eingestellt? Er hat nicht wollen, dass wir viel Ballbesitz haben, dass wir den Ball laufen lassen. Das war schwierig auf dem Platz, weil er war extrem stumpf gewesen. Das ist uns nicht entgegengekommen. Und wir wollten ein höchstes Pressing spielen, wollen unter Druck setzen. Das ist uns phasenweise gelungen. Sie haben aber immer wieder gut rauskombiniert. Es ist auch eine gute Mannschaft. Zweite Halbzeit, denke ich, haben wir es mit der kleinen Umstellung von 2 Nummer 6 haben wir es viel besser im Spiel gehabt. Viel besser im Griff gehabt, das Spiel. Und wir haben sicher noch nicht alles so können umsetzen, wie wir es in dem Testspiel gemacht haben oder wie der erste Tag wir uns das vorgestellt haben. An was hast du das Gefühl, ist es gelegen, dass man die Führung nicht über die Zeit irgendwie retten konnte? Ja, das ist eine dumme Aktion. Nach einer blöden Pause mit den Büros, wo wir das Spiel im Griff hatten. Das war ein Einwurf bei uns weit vorne. Wir waren einen Moment lang unkonzentriert. Es kann so schnell gehen, wenn der Sekunde nicht aufpasst ist, dann kann es ein Goal geben. Das ist schlussendlich gewesen. Wir haben das Goal bekommen, haben nachher dann nicht mehr reagieren können. Haben auch noch zu viel Risiko nehmen, weil wir auch nicht wollen verlieren. Ja, schlussendlich müssen wir jetzt mit diesem Punkt leben und nach vorne schauen. Du sagst, in 5 Tagen geht es bereits weiter auswärts in Wiel. Was nimmt man sich für dort vor? Ja, natürlich wieder zu punkten. Wir wissen natürlich nicht genau, was uns das Ziel erwartet. Man liest ja und hört ja nur viel, was passiert. Sie werden sehr wahrscheinlich der Topfavorit sein, um den Aufstiegsplatz. Aber wir haben natürlich, wissen nicht viel, wenn die Neuen nachher spielen können, was uns erwartet. Ich denke, wir müssen auf uns schauen. Es wird sicher ungewohnt auf dem Kunststraße. Wir müssen uns die Woche gut vorbereiten. Aber ich denke, es kommt gut. Danke vielmals. Wir diskutieren die heissesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußballarena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Ich darf Sie begrüßen zu der Pressekonferenz nach dem Spiel. FC Aarau gegen FC Wolle 1-1. Ich habe die beiden Trainer der beiden Mannschaften hier bei mir. Und ich möchte den Gast Martin Urina bitten, über eine Zusammenfassung aus seiner Sicht. Ja, ich würde sagen, der FC Wolle hat ein gutes Spiel abgeliefert als das erste Derby jetzt diese Saison. Wir haben uns speziell darauf vorbereitet, darauf gefreut. Und ich finde, meine Mannschaft hat sehr organisiert gespielt. Es war sehr kompakt gewesen. Und hat das Leben im FC Aarau auch schwer gemacht. Wir haben auch noch sehr, sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit, die wir verpassen. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Moment lang beim ersten Goal nicht aufgepasst. Wir haben dann aber sehr gut reagiert, finde ich. Ich denke, es ist nicht schwer, es ist nicht einfach, bei diesen Temperaturen einen Rückstand nachzulaufen und aufzuholen. Und ich denke, am Schluss, müssen wir sagen, ist der Punkt sicherlich verdient für meine Mannschaft. Vielmal, Martin Rueda. Livio Baroli, auch an dich die Frage, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das war kein schönes Spiel, sicher. Zu viele Fehler von unserer Seite, klar. Und nach 1-0 war es sicher, dass wir gewinnen einfach dieses Spiel, weil wir tun sehr schnelle Leute. Ich habe gedacht, wir könnten mehr Messe machen, aber wir haben nicht mehr gespielt und wir haben zu viele einfache Fehler. Wir müssen ein wenig mehr den Ball halten und damit sehr schnelle Konter haben wir nicht geschafft. Auch so ein Kompliment daran wollen. Und das habe ich bis zum letzten immer geglaubt, das 1-1.
Aber ich bin enttäuscht, weil bei Einwurf, man kann nicht passieren, nach Einwurf, Flanke und Tor. Aber so ist das Fußball. Das ist auch schon so, aber ich glaube am Ende ein Zahlen der rechte Resultat. Okay, danke vielmals. Dann möchte ich noch schnell die Runde fragen, ob gerade noch eine Frage ist. Inwiefern hat der Ausfall des Brasilianers die ganze Mannschaft durcheinander gebracht? Kurzfristiger Ausfall? Wir müssen keine Alibi suchen. Wir haben auch gerade andere gute Spieler. Sicher, wir haben ganze Woche mit Carlinhos mit einem neuen System gemacht. Und dann in den letzten zwei Stunden ist diese Nachricht gekommen. War nicht einfach. Ich habe ja Costa in der Außen spielen lassen und auch Radice. Hat nicht geklappt. Muss leider sagen, hat nicht geklappt. Aber wir haben nie trainiert, dieses System mit den zwei Spielern. Aber wir müssen keine Alibi spielen. Wir haben zu viele Bälle verloren, ist nicht wegen System oder Spiele. Und deswegen, wir müssen nicht über Carlino sprechen. Sind gerade weitere Fragen? Ist das so hinten mit der Verbindung AB im Mittelfeld? Hast du das gesehen? Ich habe das Gefühl, es war wenig Bindung. Ja, wir haben wirklich gemacht gegen Karlsruhe mit Carlinhos. Carlinhos ist ein anderes Typ, sicher als Radice. Und Radice konnte nicht machen, weil von Carlinhos. Und ich konnte nicht alles umstellen. Ich habe probiert mit Radice und Perrier als Achte. Und Acosta, da ist auf der Außenseite. Fußball ist nicht einfach, du musst probieren, du musst auch machen gewisse Übungen. Hat nicht geklappt, auch weil mit diesem System, wir brauchen einen so Spieler wie Carlinhos, wir haben das nicht gehabt und ich könnte nicht mehr wechseln nachher. Wir müssen mal schauen, ob wir kriegen noch diese gute Nachricht für Carlinhos, ob er kommt in die neue Stürme und Garat auch. Und wir müssen jetzt schauen für das nächste Spiel.